Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier weiter mit unserer Stadt am Aufbau und hatten uns den zweiten Flughafen hier aufgebaut. Schaut euch das an, da hebt ein Flieger ab hier. Und genau, jetzt gibt es seit letzter Woche die folgende Sache zu sagen. Ich habe nämlich tatsächlich SimCity auch mal privat gespielt. Beziehungsweise bin gerade dabei. Und ja, Bandagen bloß, ne? Danke. Danke für nix, ey. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Ach, die Gesundheit ist auch noch gar nicht oben, ne? So. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mir tatsächlich eine andere Art des Städtebaus angeeignet. Weil ihr seht ja gerade hier, das ist gerade ziemlich durchmischt, ne? Die ganzen Wohngebiete sind alle, ja, stehen alle gemischt überall drin. Beziehungsweise die Wohngebiete stehen genau neben Gewerbegebieten mit so kleinen Straßen verbunden. Das möchte ich mir jetzt mal abgewöhnen, das so zu machen. Weil das Ding ist, Gewerbegebiete brauchen tatsächlich Stau. Stau, ja, um da dem entgegenzuwirken. Und wie erreicht man Stau? Beziehungsweise viel Verkehr und ja, viel Verkehr und Stau. Und wie erreicht man viel Verkehr und Stau? Erstmal, indem man überall hier die Mautstationen aufbaut. Die Leute ein bisschen ausnehmen. Und das habe ich sogar schon gemacht, ne? Sehe ich hier. Das habe ich sogar schon gemacht. Und am besten, wie gesagt, durch Alleen verbinden und möglichst überall. Ah, shit, jetzt habe ich hier natürlich eine Sackgasse gebaut, aber möglichst überall eine Hochbahn bauen. Weil dann kommen die Leute. Kommen die Leute schneller zur Arbeit. So, ich sehe gerade, wir brauchen Wohngebiete und Gewerbegebiete. Alles klar, Freunde, würde ich sagen. Machen wir uns jetzt einfach. Ja, machen wir hier mal Wohngebiete hin. So, liebe Leute. Genau, das war jetzt so die Sache, die ich da beim privaten Spielen noch rausgefunden habe. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ich habe auch gesehen, dass wir hier Industrienachfrage haben, ne? Beziehungsweise hatten jetzt nicht mehr irgendwie. Okay. Warum auch immer. Und was auch ganz wichtig ist, wir müssen die Gesundheit und Bildung hochschrauben. Das ist enorm wichtig, muss ich sagen. Deswegen hier die Gesundheit auf jeden Fall, weil das ist wichtig. So. Damit die Leute halt einziehen. Und ihr seht, wir brauchen Schwerindustrienachfrage. Alles klar, das bin ich schon gar nicht mehr gewohnt von einem privaten Spiel. Bei meinem privaten Spiel ist es tatsächlich schon so, dass ich fast. Ach Gott, wir haben ja noch voll viel Platz. Wir haben ja noch voll viel Platz. Was ist das denn? Und, ist jetzt die Frage, Freunde. Ihr hattet mir einen Tipp gegeben, beziehungsweise der Pixel-Tief. Viele Grüße auch an dieser Stelle. Dass wir vielleicht eine Hochbahn zu den Nachbarn bauen und eine schnellere Verbindung herstellen. Ich glaube, diesen Gedanken können wir auch jetzt ad acta legen, weil ich diese Stadt tatsächlich löschen werde. Das war ja jetzt nur ein Versuch beim letzten Mal, ne? Ich werde hier tatsächlich eine Industriestadt draus machen, weil wir brauchen jede Einwohner. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Wir brauchen jede Nachfrage nach Einwohnern in unserer Hauptstadt, weil damit die schön wachsen kann. Weil ihr seht es wieder, hier haben wir jetzt wieder eine schöne Nachfrage. Genau, und ihr seht schon hier, sind schon wieder reiche Wohngebiete entstanden, ne?
So, haben wir das hier eingestellt? Haben wir, okay. Dann brauchen wir Gewerbenachfrage. Jetzt mache ich das tatsächlich genauso wie in meinem privaten Let's Play und werde die Gewerbesteuern senken. Haben wir sogar schon. Okay. Jo, dann. 65%, ja, ist klar. Mal gucken, ob wir so jetzt auf den grünen Zweig kommen. Weil das sollte eigentlich dann zu einer stabilen Nachfrage führen. Und die Industrie bauen wir halt schrittweise aus. Sehnt sich nach Saft. Ja, das ist dann der Nachbarschaftshandel, ne? So, genau. Das kostet ja nicht viel zum Glück. So, und dann mache ich das jetzt tatsächlich so wie in meinem privaten Let's Play und mache separate Gewerbegebiete. Genau, Freunde. Aber wie haben wir das jetzt hier mit der Verbindung? Ich denke, wir können das so machen, ne? Genau. Weil Gewerbekundschaft, wie gesagt, um im Gewerbegebiete viele Kunden zu kriegen, brauchen wir halt, wie gesagt, sehr viel Verkehr. Und viel Verkehr kriegt man halt durch, ja, durch Alleen und durch Mautstationen. Genau. Und was haben wir denn da für ein Häuschen hier? Das ist ja süß. Und da würde ich sagen, geben wir den Leuten hier mal eine gute öffentliche Verkehrsmittel. Ja, das passt schon, würde ich sagen. Was ist das denn jetzt? Ich wollte keine Straße bauen. Ich wollte hier eine U-Bahn bauen. Genau, eine U-Bahn. Weil die öffentlichen Verkehrsmittel sind für das, was ich vorhabe, auch extrem wichtig. Weil die Leute halt nicht, wirklich überall eine Verbindung brauchen. Ne? Das ist halt so. Das gefällt mir gerade irgendwie nicht, dass wir hier gar keine. Doch, da haben wir doch einen. Okay, das ist wegen diesem fetten Flughafen hier. Gut, Freunde. Dann machen wir mal weiter. Kommt hier unten eine Bushaltestelle hin. Da eine Bushalte und hier auch noch. Dann machen wir das jetzt nämlich genauso wie ich in meinem privaten Durchgang. Das klappt nämlich sehr gut bei mir. Und das müsste dann eigentlich auch hier klappen, wenn ich nichts grundlegend falsch mache jetzt. So, Gewerbegebiete. Machen wir da nämlich nochmal eine Straße durch. So. Absolute Hohlköpfe. Was? Warum das denn? Lehrer streiken. Okay. Da sieht das, ne? Da kommen schon die Gewerbegebiete. Und wo sind denn die Hohlköpfe? Wartet mal. Die Bildung. Aber die Bildung sieht doch eigentlich. Boah. Ja, okay. Es liegt halt daran, weil ich die Schulen halt. Ja, das Bücherei, das ist eine große Grundschule. Der Altersdurchschnitt ist wahrscheinlich. Ja, genau. Wir brauchen hier einmal eine große weiterführende Schule. Die kostet halt eh endlos viel Geld, ne? Aber muss sein. Freunde, die große weiterführende, die muss sein. Deswegen würde ich die jetzt einfach hier hinklatschen. So. Genau, ihr seht's, ne? 39.000. Aber ihr seht's schon hier. Hier, und die Leute, die fahren tatsächlich hier hin. Mit der Hochbahn. Das finde ich gut. Reiches Gewerbegebiet. Sehr gut. Dann können wir hier zwischen die Wohngebiete und die Gewerbegebiete. Machen wir mal ein paar Plazas hin, weil die bewirken Wunder, wie ihr seht. Die wirken Wunder. Guckt euch das mal an, wie das jetzt hier wächst. Da nochmal einen schönen Skateboardpark rein. Ja, das ist eine gute Idee. Plazas bewirken echt Wunder, Freunde. Also, das ist eine sehr gute Methode, um hier um hier Wohlstand zu kriegen. Verdammt, können wir da gar nicht. Ja, gut, egal. Dann machen wir es halt so.
Und da können wir dann noch einen kleinen Skateboardpark reinmachen. So, wir haben jetzt negative Nachfrage, aber wir haben Nachfrage nach Hightech-Industrie. Deswegen würde ich einfach mal in unsere Hightech-Stadt gehen. Wo ist denn unsere Hightech-Stadt? Hier ist unsere Hightech-Stadt, ne? Ja. Genau, und für die Hightech-Industrie müssen wir halt Müllkraftwerk bauen, aber haben wir doch schon. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen. Genau, stabile Hightech-Nachfrage. Sehr gut. Dann machen wir hier einfach mal weiter. Bisschen klein, diese Stadt, aber gut ist halt so. Wasser ist nur bis da. Das sieht man direkt. Wenn die Leute kein Wasser haben, das sieht man direkt. Das ist zu weit. So. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das SimCity 4 Let's Play. Also mir macht das Spiel auch privat unheimlich viel Spaß. Ganz ehrlich. Also das ist wirklich ein richtig genialer Titel. Und warum ist jetzt hier... Hä? Landwirt? Was ist mit dem Landwirt los? Müll? Nee. Was ist mit dem... Ah, Moment. Verbrechensrate müssen wir hier... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, Freunde. Warum ist hier kein Landwirt? Da müssen wir hier Parks aufbauen, oder was ist hier los? Das hatte ich in meinem privaten Projekt tatsächlich nicht. Dass die Hightech-Industrie sich hier so anstellt. Das hatte ich tatsächlich nicht. Die stellt sich echt an, ne, mit ihren Parks. Aber gut, dann ist es halt so. Ja. Dem Problem kann man ja begegnen. Der Landwirt ist kacke. Warum ist der Landwirt kacke? Na, okay. Aber wir haben die Nachfrage erstmal gestillt, denke ich. Genau. Genau, jetzt haben wir die Hightech-Industrie gestellt, weil Hightech-Industrie fördert nämlich auch reiche Wohngebiete. Genau. So, dann gucken wir mal hier. 40.000 Stadtverordnung, warum haben wir denn... Achso. Okay, das heißt, wir brauchen hier mehr Einwohner auf jeden Fall. Okay. Was ist das denn? Wasser? Wie Wasser? Da habe ich eben jemanden mit keinem Wasser gesehen. Ah, tatsächlich. Guckt euch das an. Wir müssen wieder mit der Nachbarschaft, mit der Nachbarstadt hier Wasser besorgen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Leuten hier, damit sie schnell zur Arbeit kommen. Na, eine schöne Hochbahn hier hin. So. So, schön verbinden. Und auch hier schön hin, zum Flughafen. Dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt hier gemanagt kriegen. So. Die kann man doch verbinden, ja. Seht ihr das? Die kann man verbinden. So, und wie machen wir das jetzt hier? Hier können wir auch noch Gewerbegebiete hinmachen. Machen wir mal große hin. So, dann können wir dahinter, würde ich jetzt sagen, große Plazas. Zwei Stück. Und dann mittlere Plazas, weil Plazas sind eigentlich das Beste, was man haben kann für Gewerbegebiete. Ich weiß völlig warum, aber es ist halt so. Es ist halt so. Alles klar. Da seht ihr es schon. Gut. Dann machen wir hier direkt mal weiter. So. Hochbahnstationen. Jede Menge Stationen für euch hier. Alles klar. Dann nochmal schön abkassieren. Nochmal schön abkassieren, ja. Es hat halt einen doppelten Effekt. Ne, die Mautstationen, die produzieren Verkehr und bringen Geld.
Von daher ist das doch mal ganz gut. So, Blandagenblues. Wer will hier schon wieder... Wer protestiert hier schon wieder? Oh Gott. Ich merke gerade die Finanzen. Oh shit. Können wir mal kleine Krankenhäuser hinsetzen. Oh shit. Ich merke gerade tatsächlich echt die Finanzen, Freunde. Lass uns die Gewerbesteuern wieder hochsetzen. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld jetzt. So. Dann würde ich sagen, bauen wir hier hinten. Hier hinter. Ja, Wohngebiete. Freunde, tatsächlich. Aber warum macht er die Straße jetzt nicht? Niveau für bauungünstig. Was ist das? Hä? Da, warum kann ich da... Hä? So kann ich Straßen bauen. Okay, das ist interessant, muss ich sagen. Liegt das an der Allee hier? Nee, das kann nicht sein. Was ist das jetzt? Hä? Warum kann ich die nicht mit da verbinden? Was ist da los? Okay, das ist jetzt ein Bug. So. Ach, da müssen wir die noch verbinden hier, ne? Was zur... Was ist damit? Warum Niveau ungünstig? Ja gut, dann stellen wir die halt hier hin. Ich meine, ja, warum nicht, ne? So. Gut, normale Straße. Niveau für Bau ungünstig. Okay, hier können wir es dann wieder. Da müssen wir hier Parks hin machen. Keine Ahnung, was da... Was da los ist. Aha, das war zu viel hier. Gut. Dann... was ist das denn jetzt? So. Was zur... Ah, okay, okay. Alles klar. So geht's. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber... Ja gut, kriegen wir hin. So. Schön nah an den, an der Arbeit dran. Würde ich sagen, kriegen sie hier noch eine Bushaltestelle und eine U-Bahn-Station für das neue Wohngebiet, was wir uns jetzt hier aufbauen. Und ja, dann machen wir das mal. Hauen wir denen mal hier was raus. So. Genau. Dann bin ich mal gespannt, ob sie direkt hier einziehen. Ah, da ist was Großes. Da kann eine große Grünfläche hin. So. Was haben sie? Ich brauche noch mehr Geld. Tut mir leid, Gewerbe, aber wir müssen einmal eure Steuern erhöhen. So, es muss leider sein, weil unser Geld ist gerade echt... So, ja. Und neue Wohngebiete machen halt auch neue Gewerbenachfragen, ne? Das ist halt so. Hier unten sind wahrscheinlich noch kleine Häuser, weil die keine... Haha, okay, schaut euch das an. Schaut euch das an. Wie das wächst. Wenn wir einfach... ja. Ah, hier ist doch schon wieder... Da ist doch schon wieder... Was wollte ich sagen? Wenn wir einfach Wohngebiete und Gewerbegebiete trennen. Da habe ich nämlich auch ein Trickvideo auf YouTube gesehen, wie man hier möglichst effizient Hochhäuser bauen kann. Und da kam halt auch der Trick, ne, mit den getrennten Wohn- und Gewerbegebieten. Tja, das sieht doch schon sehr gut aus hier. Das Ding ist halt... Boah, schaut euch die Nachfrage an. Schaut euch die Nachfrage an, Freunde. Das ist gut, ey. Das ist gerade echt gut. Das Ding ist halt... Neue Wohngebiete brauchen zwangsläufig Schulen. Schulen und Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus. Werden wir denen gleich geben. Aber erstmal, wie gesagt, brauchen wir Geldeinnahmen.
Und schaut euch das an. Da kommen schöne Hochhäuser raus. Schaut euch das an, ey. Ja, das ist schon krass, muss ich sagen. Die sind auch schön nah an der Arbeit dran, aber nicht so nah, dass halt Staus entstehen und die Gebäude verlassen werden. Ne, deshalb, und schaut euch das an. Wir haben Gewerbenachfrage. So kriegen wir mehr Geld. Und mit diesem Geld können wir den Leuten hier, ja, alles Nötige bereitstellen. Na, Polizei, Feuerwehr, Schulen, alles Mögliche, Freunde. So. Dann machen wir hier einmal Polizei und Feuerwehr. So. Können wir hier zwei Plazas hinmachen? Genau, nochmal für den Landwirt. Und dann können wir hier auch schon, hier vorne, können wir auch schon dann neue Gewerbegebiete aufziehen. Aber erstmal hier brauchen wir nochmal ein Krankenhaus auf jeden Fall. Oh Gott, die Kosten. Die Kosten sind übel, sag ich euch. Aber wie gesagt, so habe ich es in meinem Privat-Let's Play gemacht. Also diese Struktur hier. Ne? Also privates Let's Play, sag ich schon. Bei meinem privaten Durchgang. Alleen in Gewerbegebieten bauen, einfache Straßen bei Wohngebieten und die Gebiete trennen. Das ist das Geheimnis, Freunde. So, wachsende Stadt sehnt sich nach Saft. So, den geben wir auch gleich Saft, aber erstmal. So, dann machen wir hier erstmal so, genau, dann verbinden wir die. Gehen wir den Hochbahn. Eine schöne Hochbahn. So. Ja, ihr kriegt gleich Strom, ist gut. Wir haben noch, ihr habt doch noch keine Blackouts. Also beruhigt euch mal. So. So, alles klar. Wunderbar. Das heißt dann auch, dass wir hier in die Gewerbegebiete richtig schöne Hochbahnstationen machen können. Und zwar genau in die Mitte, Freunde. Sims suchen Büros. Genau. Diese Meldung sehe ich sehr gerne. Weil, wie gesagt, es so muss das sein. Wunderbar. Ja, dann können wir hier nochmal. Ist das jetzt 3? Ja. 4er. So, 4er Gebäude, bitte. Mehr Wohngebiete, schaut euch das an. Schaut euch das an. Das ist einfach so wunderbar. Gut. Das heißt, wir können denen hier aber auch jetzt mal Bildungsgebäude hochziehen. Genau. Grundschule. Mach mal Nachbarschaftshandel hier. Müll bitte weiter exportieren. Und hier. Wir brauchen Energie, haben sie gesagt. Aber Energie ist ja zum Glück nicht so teuer. Gut, dann haben wir eine Schule. Dann brauchen wir hier vorne noch ein Museum. Dann eine Straße hier durch, damit wir hier reinkommen. Und hier eine schöne Station hinmachen können. Für die Leute. So. Die Sachen noch miteinander verbinden. Ja, ihr merkt schon, ich zögere so ein bisschen mit der großen weiterführenden Schule, weil. Ah, guckt mal, Zentralbücherei. Ja, knall die mal hier hin. So. Zentralbücherei ist nicht verkehrt. Weil, wie gesagt, die große weiterführende Schule ist halt sauteuer. Ne? Und ja, deshalb. So, dann hier, zack. Hey, hör mal hier, schöner Kreisel. Wunderbar, das heißt, wir sind aber immer noch im Plus. Können wir hier ein neues Gewerbegebiet hochziehen. So. Wasser haben sie nicht mehr ausreichend. Jetzt haben sie Wasser und wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel.
Bus- und U-Bahn-Station. So, Bus und U-Bahn, Bus und U-Bahn. Eine Hochbahnanbindung haben sie schon. Das ist gut. Und dann können wir im Prinzip nochmal ein paar Plazas bauen. Genau. Das stimmt. Und dann für Verkehr. Ah, seht ihr das schon? Seht ihr das? Die Plazas, die bewirken echt Wunder, ey. Die bewirken echt Wunder, Freunde. So, dann können wir hier einfach weiteren Stau verursachen. Die Lehrer. Okay. Welche Lehrer streiken denn hier? Industrie braucht Platz zum Wachsen. Was? Hightech. Ist das stabil, die Nachfrage? Ja, es scheint stabil zu sein. Ne? Okay, dann gehen, springen wir mal in die Region. Und gucken mal nach der Hightech-Industrie. So, wo ist die Stadt? Hier ist die Stadt. Einfach mal laufen lassen. Ach nee, aber die stellen sich ja so an hier. Ach, das ist ärgerlich. Wenn die sich so anstellen wegen ihren wegen ihrem Landwert. Aber okay. Dann stellt euch halt an. Geiler Soundtrack. So. Ach, reicht vielleicht ein Müllkraftwerk nicht mehr. Das kann gut sein. Dass ein Müllkraftwerk nicht mehr ausreicht. Und dass er deswegen hier heulen wegen dem Landwert. Das kann gut sein. Ja, ja. Ihr mit euren Kraftwerken. Wartet doch erstmal. So. Warum hat das keine Straßenanbindung? Ach so, weil es zwei sind. Ja, okay. Dann. So. Wie sieht es jetzt aus mit Landwert? Minimal besser. Auch nicht wirklich viel besser, aber minimal besser. Ja, ist ja gut. So. Gut, dann machen wir denen einfach nochmal ein Kraftwerk hier hin. So. Wunderbar. Tja, ach, dann haben wir gleich auch schon wieder die Folge voll. Das ist natürlich. Geht wieder schnell rum die Zeit hier, ne? So, dann haben wir die Hightech-Nachfrage bedient. Und ihr seht, die Hightech-Nachfrage generiert auch Büro-Nachfrage. Deshalb immer schön Hightech-Industrie aufbauen. So, weil das ist das Wichtigste. Gut, weil dann haben wir jetzt hier nämlich auch eine richtig fette Nachfrage nach Wohngebäuden. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, hier mache ich auch noch mal ein Wohngebiet. Aber das hier ist jetzt mal das Wichtigste. So, dass die Leute hier schön mit der Hochbahn hinkommen. Alles klar. Hier kommt die große Schule hin. Können wir hier eine Allee verbinden? Geht das? Geht leider nicht. Aber wir können es ja so machen. Ach, verdammt, Wasser. da will man einmal in Ruhe bauen, ne? Und dann kommen sie wieder mit Wasser an hier. So. Alles klar. Können wir das hier einmal hier so verbinden? So, genau. So können wir die Alleen verbinden. Dann hier so. Genau. Und dann können wir hier vorne weitere Wohngebiete bauen. Ja, das ist doch nicht immer gut, ey. Immer gut. So, schön getrennt von den Gewerbegebieten. Wunderbar, Freund. Das ist echt gut jetzt, wie das hier läuft. So. Oh ja, da seht das. Sehr gut. Da kommen sie mit ihren Wohnhäusern. Ja, 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 ja. Ja. Ja, das habt ihr auch schon erwähnt, ne? Die Meldung müsste man eigentlich mal abstellen können. Das wär schon eine gute Hilfe. Wenn die Meldungen mal nicht mehr kommen würden.
So, die sind dann arbeitslos, aber wir brauchen ja noch eine große weiterführende Schule hier. Passt genau hier rein. Dann machen wir da noch mal ein paar Plazas hin und dann haben wir die Folge voll. Och, Menno. Ja, okay. Dann würde ich aber trotzdem sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weitergeht mit unserem Aufbau, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.